Obwohl in Rosenheim so eine City ist, so eine richtige, die lebt, ist ringsherum auch noch für Ausgleich gesorgt. Mit den Bergen, mit den Seen, mit einfach Natur. Ein harmonisches Ganzes würde ich das beschreiben. In der Früh in mein Lokal kommen, das ist ein bisschen wie Heimkommen. Ich merke, das ist mein Platz, das ist gewachsen, da ist mir alles vertraut. Und mit den ersten Handgriffen an der Kaffeemaschine erwacht es dann so quasi zum Leben. Und dann freue ich mich eigentlich auf einen ersten Espresso oder auf einen schönen Cappuccino, Mama. Für mich muss ein guter Espresso ein wuchtiges, kräftiges Aroma haben. Der muss einfach nach Espresso schmecken. Ideal ist für mich immer, wenn man gar nicht drüber nachdenkt, warum es jetzt gerade gut ist, wenn man einfach sich selbst und alles drumherum vergisst und sagt, wow. Da steht einfach viel Arbeiten dahinter, langjährige Erfahrung im Kaffeerösten, beste Bohnen als Rohware, dann ein schonender Röstprozess. Und das endet dann bei mir im Café, bei der Zubereitung, wo ich einfach mein Bestes an der Kaffeemühle, an der Kaffeemaschine gebe. Das fängt mit der gepflegten, technisch gewarteten Espressomaschine an. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Vom Brühdruck über die Temperatur des Brühwassers, über die Qualität des Wassers. Wobei wir hier in Rosenheim natürlich auch eine super Wasserqualität haben. Einfach sauberes, klares, unbehandeltes Wasser. Dann ist es wichtig, zeitlich die Abläufe einzuhalten. Ganz wichtig ist, eine hochwertige Vollmilch zu verwenden und dann da einen perfekten Milchschaum zu machen. Und dann spielt sich ja noch sehr viel an der Kaffeemühle ab, nach Temperatur, nach Luftfeuchtigkeit, nach Wetter. Und wenn man all diese kleinen Dinge berücksichtigt, dann gibt es einfach dann den perfekten Cappuccino oder den perfekten Espresso. Und wenn das gelingt, dann habe ich quasi meine Aufgabe schon zum Großteil erfüllt. Also am liebsten trinke ich persönlich Espresso. Am liebsten zubereiten tue ich eigentlich Cappuccino, weil sich da perfekt geschäumte Milch mit einem perfekten Espresso verbindet und das dann fast noch ein bisschen mehr ist. Das hat so eine wunderbar glänzende, schimmernde Oberfläche mit einem Blatt oder mit einem Herz drin und da merkt man halt dann, man sieht quasi das bei den Gästen in den Augen. Für mich muss ein Kuchen schmecken, wie wenn es die eigene Mutter ihn gebacken hätte, wie der Lieblingskuchen von der Oma. Und das ist ein Grundprinzip bei allem, was wir servieren, dass aus wenigen klaren Komponenten man ein Essen oder ein Getränk zusammenstellt, das eine klare Aussage hat, einfach nach dem schmeckt, was es ist. Mit Espresso trinken, mit Cappuccino trinken ist so viel Sehnsucht verbunden. Denkt dabei an Urlaub, an Italien, an Jugend- und Kindheitserlebnisse. Und das steckt alles in so einer kleinen Tasse, das ist so komprimiertes Glück. Ins Café gehen, eine kurze Pause haben und sagen, jetzt habe ich einen kurzen Moment für mich. Das Wichtigste ist, dass das Produkt an sich mal stimmt. Das ist mir ganz wichtig. Dann kommt eigentlich schon die Begeisterung rüber, die wir für den Cappuccino und Espresso haben. Und dann merkt auch der Gast, dass das unsere Leidenschaft ist. Und das spiegelt sich dann auch in der Zufriedenheit beim Gast wieder. Dinslayer Essbaum. Leidenschaft für Kaffee.